Ich stelle euch noch einmal kurz vor, damit alle Menschen auch genau wissen, wer ihr seid, was für tolle Arbeit ihr macht. Peter ist Vorstandsmitglied der BAG Jungsternchenarbeit und geschäftsführender Bildungsreferent der Landesfachstelle Jungenarbeit in Sachsen bei der LAG Jung- und Männerarbeit Sachsen e.V. Und Katrin, ich hoffe, es ist okay, dass ich dich auch duze. Katrin ist Vorstandsmitglied der BAG Mädchensternchenpolitik und geschäftsführende Bildungsreferentin Sternchen der LAG Mädchensternchen und Jungfrauensternchen in Sachsen e.V. Viele Sternchen, aber die finden wir ja auch schön. Und ja, gemeinsam sind sie Teil des Netzwerkes und vertreten unter anderem Mein Teskelinde seit 2019 in den östlichen Bundesländern. Und ja, als Vorstände freue ich mich jetzt sehr über euer Grußwort. Sehr geehrte MdB Mila Fester, sehr geehrte Staatssekretärin Ekin Delgüs, sehr geehrte Referatsleiterin Dr. Katharina, ich soll es weiter runternehmen, Dr. Katharina Greschuk. Der Angriffskrieg russischer Machthaber schockiert die Öffentlichkeit. Wir sind fassungslos und solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die einer anderen Zukunft entgegenblickten, aber nun viele Verluste, Tod, Sterben und Leid auf sich nehmen müssen. Es zeigt sich, dass militärische, patriarchale Systeme bis heute Leid über alle Menschen bringen. Und es zeigt sich, wie wenig Menschen verschiedener Geschlechter involviert sind. Es zeigt sich eine massive Gewalt des Militärs, die männlich strukturiert ist. Und an den Fronten kämpfen immer vorwiegend vor allem noch Männer. Männer, dass wenn sie sich dem Krieg nicht stellen, von Tod, also wenn sie desertieren, von Tod betroffen sein können. Doch das Leid wird über alle ausgeschüttet. Über alle, die in der Ukraine in diesen Krieg involviert sind und den Angriffen ausgesetzt sind. Wenn wir nun hier über mein Testgelände sprechen, dann geschieht es nicht, um dies zu verdrängen, sondern um eine Errungenschaft westlicher Demokratie in den Blick zu nehmen, den Kampf um Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aller Geschlechter. Einen Beitrag dazu hat mein Testgelände geleistet. Ja, was hat das Projekt geleistet? Mein Testgelände bot und bietet Jugendlichen, jungen Menschen analoge digitale Plattformen für ihre Gedanken und ihre Gefühle, für ihre Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Herausforderungen, für ihre Fragen, für das Teilen von Erfahrungen, von Diskriminierungen, auch von Mehrfachdiskriminierungen, für das Teilen von Erfolgserlebnissen, für ihre Präsentationen von Geschlecht. So erhielten junge Menschen, die sich in den vielen Jahren des Projektes aktiv beteiligen, Räume für Empowerment und für ihre öffentliche Darstellung. Da waren die Projektmitarbeitenden stets sensibel und boten Unterstützung und Freiraum zugleich. Das partizipative Projekt hat es geschafft, dem Thema Geschlechterverhältnisse in der Adoleszenz aus unterschiedlichen Perspektiven eine große Präsenz, eine große öffentliche Präsenz zu geben. Social Media wurde zum Ort der Darstellung mit der Homepage, Facebook, Insta und YouTube. Ebenso wurden analoge Treffen implementiert. Es gab stets Angebote wie Geländetests oder Workshops, die auch in Pandemiezeiten digital stattgefunden haben. Und die Projektmitarbeitenden haben sich immer für die Beteiligung, die Ansprache und für die Partizipation der Jugendlichen eingesetzt. All genders welcome wird hier gelebt und nicht nur proklamiert. In dem zweiten Schwerpunkt setze ich mein Testgelände für die Sensibilisierung und Professionalisierung der Fachkräfte der sozialen Arbeit und anliegenden Disziplinen ein. Mit der Einrichtung der Facebook-Gruppe Geschlechtersensible Pädagogik wurde eine Austauschplattform geschaffen, die Netzwerken ganz praktisch als Schwarmintelligenz, als Wissenstransfer, Diskussionsraum, als Beteiligungsnetzwerk versteht. Durch die kluge Moderation konnte gewährleistet werden, dass Trolle, neue Rechte oder andere menschenverachtende Äußerungen hier keinen Platz gefunden haben. Das finden wir sehr, also es ist eine hervorragende Leistung, die ihr da
die ganze Zeit aufrechterhalten könnt. Zudem veranstaltet mein Testgelände viele Fortbildungen für Fachkräfte, wie beispielsweise das bundesweite Fachforum Macht und Geschlecht im letzten Mai des Jahres. Über 300 Fachkräfte verfolgten da Online-Vorträge und diskutierten in Workshops aktuelle Diskurse der geschlechtersensiblen Geschlechterpädagogik. Uns aus Sachsen freut uns auch besonders, dass der Fokus in der letzten Förderphase auch auf Ostdeutschland lag, wo die Strukturen von Kinder- und Jugendhilfe bei weitem nicht heute so ausgebaut sind wie in den alten, sogenannten alten Bundesländern. Und nicht zuletzt zu nennen die im Projekt neu entstandene Fachkräfteseite, die dieses und weiteres Wissen bündelt und den Fachkräften das Material vom Gender-Magazin Mein Testgelände pädagogisch aufgearbeitet und methodisch untersetzt zur Verfügung stellt. Damit zeigt das Projekt ein weiteres Mal seine Nachhaltigkeit. In Zahlen sind das knapp 900 Beiträge junger Menschen, 60 AutorInnen, 30 Redaktionsgruppen aus allen Bundesländern. Die Facebook-Fachgruppe umfasst ca. 7.700 Fachpersonen, die sich mit Themen rund um geschlechterreflektierende Arbeit auseinandersetzen, diskutieren und fundierte Meinungen bilden. Wir danken den Mitarbeitenden des Projekts Claudia, Michael, Robert, Luisa, Svenja und Hendrik. Dank gilt aber vor allem den AutorInnen und KünstlerInnen. Beteiligten, die in Redaktionsgruppen als Workshop-Leitende oder Teilnehmende den Erfolg des Projektes Mein Testgelände erst in dieser Weise ermöglicht haben. Danke auch ans Bundesministerium, welches Mein Testgelände seit vielen Jahren würdigt, mitgestaltet und nun in der neuen Phase der Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung von Mein Testgelände unterstützt und wertschätzt. Unsere herzlichen Genesungswünsche gehen an dieser Stelle an Bundesministerin Anne Spiegel. Wie geht es weiter? Wir als Vorstände der BAG Mädchenpolitik und der BAG Jungenarbeit sehen weiterhin dringlichen Handlungsbedarf. Geschlechterbildung, Geschlechterpädagogik und die Komplexität von Geschlechterverhältnissen werden seit mehreren Jahren von den neuen Rechten angegriffen. Konservatismus und Retraditionalisierung bis zur Manifestierung alter Rollenmuster sind ernstzunehmende Gefahren. Demgegenüber setzen wir als BAG uns für Demokratie, Vielfalt und Gleichwertigkeit ein. Wir wollen Gesellschaft mitgestalten, verändern, politisch wirken, jungen Menschen aller Geschlechter und aller Zugehörigkeiten die gleiche Teilhabe ermöglichen und die Fachlichkeit in Theorie und Praxis bündeln. Dabei geht es um mehr als nur um Geschlechtergleichstellung. Es geht uns um die Kooperation mit jenen Bundesträgern für die Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte, Fairness und Respekt, Zukunftsgestaltung im Mittelpunkt stehen. Die BAG Mädchenpolitik und Jungenarbeit wollen durch ihre Verbandsarbeit möglichst viele Kinder und Jugendliche darin unterstützen, ohne Angst verschieden leben zu dürfen, in Respekt und Anerkennung erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Und in diesem Sinne wird auch die Weiterentwicklung von Mein Testgelände unter dem Titel Forschung, Interaktion, Public Relations eine noch breitere Öffentlichkeit erreichen und sich für die Vielfalt von Geschlechtern und Gerechtigkeit einsetzen. Die BAG Mädchenpolitik und die BAG Jungenarbeit bieten den verbandlichen Rahmen, solche und weitere Projekte zu implementieren, Geschlechterbildung und Geschlechterpädagogik zur Verfügung zu stellen und für die Notwendigkeit von geschlechtlicher Vielfalt in Gleichwertigkeit und Anerkennung eine breite Basis zu gewinnen. Notwendig ist, in jedem Bundesland nach der Änderung des § 9 SGB 8 eine Vertretung auf Landesebene für Jungenarbeit, Mädchenarbeit und für eine Vertretung für trans-, inter- und nicht-binäre junge Menschen auf Landesebene finanziert werden. Wir als Bundesarbeitsgemeinschaften wirken ehrenamtlich auf die Unterstützung von landesweiten Fachstellen hin. Unsere Ziele sind Geschlechtergerechtigkeit, die Anerkennung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, die Antidiskriminierung als Themen der Kinder- und Jugendhilfe zu setzen. Gleichsam stehen wir als ehrenamtliche Bundesstruktur dafür, dass sich die Landesebenen vernetzen und fachliche Diskurse ermöglicht werden. Für die Zukunft sind beide BAG vorbereitet. Sich mit der Perspektive auf eine bundesweite Fachstelle für intersektionale Geschlechterbildung und Politik für Kinder und Jugendliche einzusetzen. In dieser Bundesfachstelle sammeln und bearbeiten Fachexpertinnen die Expertise aus den Landesfachstellen und begleiten pädagogisch und familienpolitische Fachdiskurse auf Bundesebene.
dieses Anliegen einer gemeinsamen Bundesfachstelle, wie auch das Grußwort heute hier gemeinsam zu halten. Das ist unser Verständnis für Geschlechterpolitik. Einerseits ist es richtig und wichtig, sich über geschlechtliche Anforderungen auszutauschen, die unterschiedlich sind und auch in unterschiedlichen Gruppen sich dazu auszutauschen. Andererseits stehen wir gemeinsam für eine geschlechterorientierte Geschlechterpolitik, Gleichstellungspolitik, in der sich Solidarität in der Haltung wie auch gemeinsame Ziele verdeutlichen. Danke an Abdul und Lisa, wir brauchen Teamplayer. Und auch einen herzlichen Dank an mein Testgelände für die Haltung. Die Haltung, die die verschiedenen jungen Menschen realisieren können. Es sind nicht nur die Preise, die zeigen, welche Bedeutung dem Projekt mein Testgelände zukommt. Ich erinnere hier an den Dieter-Barke-Preis von 2020 als Sieger in der Kategorie Sonderpreis Speak Out and Connect. Die Nominierungen für den Deutschen Engagementpreis 2021 und aktuell für den Impact of Diversity Award 2022. Diese Preise sind auch ein Ausdruck für euer Engagement und die geschlechterreflektierende Haltung dahinter. Und ein wichtiger Ansatz, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste, ist die klare Haltung, keine Vorgaben zu machen, dass jemand über Geschlecht sagen darf, sondern jungen Menschen den Raum, Jugendliche sich den Raum nehmen zu lassen, zu sagen, was sie über Geschlecht denken. Für diesen Raum sind wir mein Testgelände sehr dankbar. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und viel Erfolg für eure weitere Arbeit. Ja, an dieser Stelle auch nochmal danke für eure wirklich so besondere ehrenamtliche Arbeit. Jetzt haben wir auch zwei Gesichter. Musik